Moin, vor kurzem hat Nespresso ja eine neue Kaffeekapselmaschine auf den Markt gebracht, die Nespresso Initia, hier jetzt rechts zu sehen. Diese möchte ich in diesem Video vergleichen mit der Nespresso Pixie, welche es ja schon seit 2011 gibt. Ich möchte einmal kurz die Unterschiede erläutern und die Gemeinsamkeiten. Die Nespresso Pixie gibt es ja auch von De'Longhi als auch von Krups. Das ist jetzt die Krups-Maschine. Genau wie bei der Initia, welche es auch von De'Longhi und von Krups gibt. Da ich die beiden Maschinen aber besser vergleichen kann und möchte, habe ich hier auch die Maschine von Krups. Wie gesagt, links ist die Pixie, rechts die Initia. Kommen wir erst einmal zu den Funktionen allgemein. Beide Maschinen können Espresso und Lungo zubereiten, haben hier oben jeweils die Taste dafür. Bei der Initia ist es ebenso. Hier stehen die Tasten etwas weiter raus. Das hat aber auch den Grund, da man hier die Tasten auch zum Ein- und Ausschalten benötigt. Das heißt, die Initia hat keinen Ein- und Ausschalter mehr. Bei der Pixie ist hier hinten so eine Taste, womit man die Maschine ein- und ausschalten kann. Bei der Initia drückt man einfach hier eine Taste, dann ist die Maschine sozusagen an und heizt auf. Was beide Maschinen dabei gemeinsam haben, ist, dass man schon während der Aufheizzeit einfach die Taste drücken kann und dann, wenn die Maschine aufgeheizt ist, der Espresso aus der Maschine kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ähnlichkeit gewollt ist. Auch die Maschinen sehen sich doch insgesamt schon sehr ähnlich. Auch hier hinten vom Wassertank, ich stelle die einmal so aneinander, wirkt jetzt die Initia etwas kleiner, von der Höhe zumindest. Der Wassertank fasst aber genau wie bei der Pixie 0,7 Liter. Hier ist also kein Unterschied. Beim Material gibt es schon einige Unterschiede. Bei der Initia ist nur noch hier oben der Verschlusshebel aus Metall. Hier das Abtropfgitter ist schon aus Kunststoff, was bei der Pixie noch anders war. Da ist hier oben der Verschlusshebel auch aus Metall, aber auch hier der Abtropfgitter und hier die Seitenwände sind auch noch aus Metall. Dadurch wirkt die Pixie natürlich etwas hochwertiger und gefällt mir vom Design auch etwas besser. Was auch bei der Pixie sehr schön war, wenn man sie einschaltet, ich habe die jetzt nicht angesteckt, sonst könnte ich das zeigen, hier hinten sind so Lichter und die scheinen durch den durchsichtigen Kapselbehälter durch. Wenn der Wassertank leer ist, leuchtet die LED oder die Lampe hier hinten drin rot und man sieht, ah, das Wasser muss nachgefüllt werden. Das hat die Initia nicht. Das heißt, hier sind keine Lampen hinten verbaut. Im Grunde sieht es aber von innen auch fast identisch aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Im Grunde ist das wirklich fast die identische Maschine. Hier auch mit der Rundung hat hier die Pixie auch. Hier, der ist noch etwas geriffelt, der Verschlusshebel. Im Großen und Ganzen sind sich die beiden Maschinen aber schon sehr ähnlich. Was man auch schon sieht, ich zeige das einmal, wenn man hier die beiden Abtropfgitter vergleicht. Hier das der Initia ist jetzt komplett in Schwarz und hier das der Pixie mit dem durchsichtigen Auffangbehälter für die Kapsel. Aber auch hier sieht man, die sind wirklich fast identisch. Im Grunde könnte man das auch fast sagen, hier, ich tausche die aus. Und ne, aber da sie von der Höhe doch etwas unterschiedlich sind, geht das natürlich nicht. Aber es fällt doch auf, dass die beiden Maschinen sich sehr, sehr ähnlich sind. Die Aufheizzeit ist bei beiden Maschinen gleich, jeweils 25 Sekunden. Auch der Wassertank ist gleich, wie ich das schon gesagt hatte. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Unterschiede der beiden Maschinen, was mich auch irgendwie nicht verwundert. Man wollte vielleicht einfach mal wieder ein neues Modell auf den Markt bringen oder auch einen Ersatz für die Nespresso Pixie in unterschiedlichen Farben. Denn diese gibt es jetzt zum Beispiel auch in Blau, was dieses Modell ja ist. Das ist jetzt himmelblau, geht fast ins Gräuliche über. Und die Pixie gibt es halt jetzt schon viele Jahre auf dem Markt. Und da wurde es mal wieder Zeit für was Neues. Aber die Ähnlichkeit der beiden Maschinen, das kann man hier ja sehr gut sehen. Die ist wirklich, wirklich klar und deutlich erkennbar. Ich gehe da noch einmal ein bisschen näher ran. Dann sieht man das vielleicht noch besser. Man sieht wirklich hier die beiden Maschinen. Man könnte fast meinen, das eine ist die Pixie in Blau und das andere ist die Pixie in Schwarz. Im Grunde ist das aber die Initia und das hier die Pixie. Aber die Maschinen unterscheiden sich in so wenig,
punkten. Das ist einfach unglaublich. Auch hier mit dem hochklappbaren Abtropfgitter ist auch einfach nur von der Pixie abgeschaut. Also eine wirklich Neuerung ist die Inissia nicht. Wer noch keine Kaffeekapselmaschine hat, für den mag die vielleicht okay sein. Aber einen höheren Aufpreis im Vergleich zur Pixie würde ich dafür nicht zahlen. Also dafür sind die Unterschiede einfach zu gering. Und bei der Nespresso Pixie ist auch noch mehr Metall verbaut. Und damit wirkt die einfach hochwertiger und etwas edler. Wobei die Inissia etwas billiger wirkt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Vergleich ein bisschen helfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bewertet es doch oder schaut auf meine Seite kapsel-kaffee.net.